Hallo, und herzlich willkommen zu einem Stream auf meinem Kanal. Ich heiße alle herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ja, ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Also, wie im Text schon angekündigt, wir bauen heute TTCS Minecraft weiter. Ja, wir fangen heute TTCS weiter an. So, ja, und dazu gehen wir jetzt auf Minecraft. Ich bin übrigens in der 164, leider, weil ich muss noch arbeiten an meinem Technikpack. Deswegen funktioniert das nicht. Ich hoffe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, wenn ich die Musik jetzt anmache. Nein, ich möchte kein Trinkgeld geben. Das brauche ich erstmal für die Tickets und Teile. Und es hat sich noch keine Leute. Zum Beispiel jetzt geht er auch Story-Modus spielen. Oder wir spielen bei Minecraft auf dem Server. Craft for Tour, das ist so ein Server, wo man Eisenbahn, die dich als Batterie ermischt. So gesehen wie ein Europa-Park gebaut. Also versteht ihr das Prinzip, was ich meine. Okay, ich werde das mit den Zügen werde ich auf werde ich in meiner Abwesenheit machen. Was ich heute unbedingt noch machen wollte, ist, wir bauen heute das Stellwerk weiter. Also wir bauen heute das Stellwerk. Ja, das
wird hoffentlich ein gutes Stell weg. Jetzt machen wir voll Modus. So, also wir sind jetzt hier oben. Ich gehe jetzt bei den Überlebensmodus wieder. So. Die Einsicht hier ist ein bisschen verpackt. Und was wir auch machen können, wir könnten nachher auch nochmal Roblox weiter Roblox spielen. An die Leute, die keine Roblox kennen. Das ist so ähnlich wie Minecraft, aber da hat es halt gesamt. Da kannst du nicht alleine offline spielen. Das Spiel geht nicht offline, also du erstellst deine eigene Map, also deinen eigenen Server. Und da kannst du den halt aufstellen und so. Und dann kannst du da einfach halt aufspielen, während die Leute nicht auf dem Server, andere Leute nicht auf dem Server spielen können. Liegt das an meiner Stream-App, dass das so irgendwie im Stream verpackt ist, oder woran liegt das jetzt? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Packen wir uns Close Dawn. Machen sich Close durch im Stäbe und dann bauen wir hier jetzt oben das Dach drüber. Übrig. Sind auch komplett wieder frei. Diese Kuh nervt mich sowas von. Thank you.
Ich weiß es nicht, ob wir Minecraft wirklich spielen sollten, weil ich sehe das gerade auf dem Handy, das leckt ziemlich, deswegen gucken wir nachher vorbei. Ja. Jetzt und ich glaube, wir rein theoretisch wieder in Planet Coast. Okay, bei Planet, gehen wir auf Planet. Ich bin Planet Coast. Ja, gut. Wir warten, dass ich Plan Costa geladen hat. Leute. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das war... Nee, das war nicht der richtige Park. Entschuldigung, ich bin mal dafür, wir haben uns zum Hauptmenü geklebt. Ja gut, das war leider der falsche Park. Wenn wir nicht den anderen laden. Also, ja gut. Wow.
gerne wieder auf meine Parts. Ich würde mal sagen, nein, das ist nicht der richtige. Ja, stimmt. Oh, das ist dumm. Ich habe den iPad gelöscht, weil ich ja da bei minus 35.000 war. Das ist ein bisschen schief gelaufen. Würde ich jetzt mal sagen. Was hat denn noch mit der 80er? Falls ihr überfragt, was das für eine Achterbahn ist. Warte, Karate. Fahren jetzt mal mit. Yay! Ich sehe gerade, dass das ein bisschen geleckt ist. Direkt. Und da kommen sie in Strömen. In Strömen. Ein Blöde, man strömt rein. Wir haben doch schon was. Tschöne. Kaffeetasse. Nee, wir machen eine Flugversion 4. Das klingt auf jeden Fall gut. Oi. Oi, oi, oi. Das ist aber was. Da können wir auf jeden Fall richtig Spaß haben. Ich wäre dafür, dass wir hier aus und rum so einen Weg machen. Das ist schon wieder. Ja, das ist schon echt raus. So. Das darf nicht unter Wasser ist, weil ich meine, die Dinger schwimmen ja nicht einfach in der Luft. Könnte besser sein, aber. Ja, das ist nicht der Sorry. Wir bauen erstmal den Ausgangsbereich. Den bauen wir von da. Tschück, tschück. Tschück. Direkt da. So, und jetzt machen wir
Warteschlange. Geht tatsächlich in echt durch das Gebäude durch. Und hier ist der Schneider von hier wird nochmal das über Fliegen präsentiert. Nein, ich finde die Warteschlange nicht realistisch. Eigentlich würde sowas macht, sollte das realistisch gebaut sein. Mit mir wegen dem Wasser. Aber wird schon gehen. Schneiderlein. Was ist das für ein Müll, Alter? Also wer das gemacht hat, das sieht nicht realistisch aus. Überhaupt nicht realistisch. Also ich war schon länger im Triebstrahl. Ich war oft im Triebstrahl, aber es ist wirklich nicht im Triebstrahl. Der Flug sieht komplett anders aus. Aber trotzdem können wir mal damit fahren. Wir sehen hier nochmal die ganze Strecke. Bis es ist, geht's zack, da hinten, da wird Schwung geholt. So zack, sie ja so umgedreht, dann geht's so. Und so die Schraube, wo wir gerade waren und so. Und so kommt dann hier und langsam rein. Dann der Karacho wird schon die ganze Zeit im Test. Der Karacho ist offen. Wieso steht da schon Karten drin? Also wir gucken, dass wir da irgendwie bei Karacho reinkommen. Oh!
So, ich hab's gefunden. Okay. Komm, zwei. Normalerweise würde dann erst das Foto kommen. Da bin ich da blicken. Direkt zu Höhenflug. So, hier öffnet das Ganze. Hier springt auch schon alles so. Und wer wird der Erste sein, der dieses Flaggschiff betreten wird? Wer wird der Erste sein? Ich glaube, wir müssen den Eingang umbauen. So, zack und zack. Weg, Wartisch. Hat sie noch Leben, glaub. Ach, das sind wirklich Leben. Ich hab gedacht, das wäre eine Dekoration. Das war entfernt. Was war Der erste Fahrer ist. Ah. Ich freue mich schon. Ui.
Da ist aber nicht gefallen. Also ich finde das total nervig mit den Leuten daneben. Das ist total nervig. Oh, das sieht man die Stütze von der Kamera. Sieht man die Stütze von der Karacho. Da wo meine Maus ist, sieht man die. Schnell da rein. Da ist er. Episch. Das ist echt ein Lieblingsfahrgeschick, den Twitch-Tool. Muss ich echt sagen. Ich streame schon eine halbe Stunde, ich habe das gerade vor 10 Minuten oder so. Hallo. Okay, hier steht mit Höhenflugfahrten vor, aber das macht mir so eine Laune. Normalerweise war jetzt hier der Anker. Und dann ist der Rücken der Tür raus. Oh!
hart ist einstürzt. Heißt, maximal die dann was drauf und stirbt. Was denn? Wie wird das gut getan? Also, das. Ach du Scheiße, was habe ich getan? Was habe ich getan? Nein, nein, nein. Nein. Das ganze Ding. Scheiße. Oh oh. Ja, jetzt kommen wir auch mal wieder raus. Wie sie sich alle freuen. Doch, das ist zu trollig. Wie sie sich einfach alle freuen. Leck nicht. Der Hintergrund hat auf jeden Fall die Frau hat auf jeden Fall Spaß. Diese Menschenmasse. Alter. Du denkst dir da nur. Ich kann nicht mehr. Wow. Let's play. Jetzt müssen alle da drauf, oder was? Okay, ich wollte auch stehen. Wenige. Quetscht euch alle da drauf. Quetscht euch alle auf die Bahn. Mal gucken, wie das aussieht. Wenn die Achterbahn gesperrt ist, also wenn Höhenflug gesperrt ist, dann auf die auf rausstehen oder machen wir mal Karacho auch zu. Karacho. 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 Was ist hier los? Mann! Wie sie sich halt immer, wie sie sich den Kopf immer umdrehen. Oha! Das ist ein Menschenmasse. Dieser Typ da, der hat keinen Plan. Dann geht's. Oh oh. Was laber ich nur? Jetzt lass mal gucken, ob die auch rausstehen. Das würde mich jetzt interessieren. Na, machen wir den Flug auch auf. Karo hat Störung, die darf nicht fahren. Was? Jetzt geht sie auch da raus. Ja, jetzt kommt sie auch raus. Und mein Bäcker wird zurückgeführt. Da kommt die Menschenmasse. Da oben kommt das richtige Menschenmasse. Da hinten hat es eine Laden, wo ich essen kann. Jiria, Jiria, Jiriba, Adi, Rikla, was das ist. Zick. Ich muss ja noch einen Weg rausfinden.
Was war das lange? Machen wir ganz kurz. Zack, zack, zack. Zack, so. Kann er, ja, so. Zack. Personal. Nein, das kostet. Oh, scheiße, das ist krass groß. So. Holz. Was ist denn da los? Jetzt müssen sie alle auf dich. Ach, da. Oh oh. Oh oh. Ganz nicht Platz. Jetzt fangen wir sie mal an den Ort. Ja, okay, mach den jetzt gleich so. Das läuft gut, das läuft gut. Menschen, das ist ja nicht gut. Ich glaube, ich hätte recht sagen, sagt das so. Nein, ihr dürft nicht kurz gehen. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Ihr durft hier nicht raus. Ja, ne? Da guckt ihr doof. Es gibt... Das ist so geil, dieses Spiel, leider. Nein, nein, nein. Wieso wollen so viele gehen? Okay. Das, mein Park läuft nicht gut. Papa, wer ist das? Okay. Also, wir werden jetzt... Papa, wer ist das? Was ist Fashion Fame? Attack. Mein Rocky geht auf zu, man backt noch einmal auf die Kante. Thank you.
Ja, gut. Und wir sind dann jetzt. Laden. 21 Stunden habe ich das Telefon gespielt. Kann gar nicht sein. Oh, doch, stimmt. Oh, ist mein Freund. Oha. Oh, oh, oha. Also, das ist ein Rollercoaster. Das geht nur so. Der hat die Karten voll. Ich hab alles, ich hab fast alles aus dem Spiel. Aus dem Spiel. Wo ist die Achterbahn? Wo ist die Achterbahn? Der sieht ein bisschen lahm aus. Was ist mit euch alles los? Ja gut. Ach, der Lilane. Der Lilane bei dem anderen. Oh, den muss ich einfach nicht spielen. Sowas bringt mich immer Begeisterung. Wie solche Leute sind, die so kreativ sind wie ich. Einfach. Wo sind wir gestartet? Das war ein bisschen dumm. Oh nein, das ist mein Park. Da werden wir auch noch gleich hingehen. Okay. Ich glaube, der wird Spaß machen, der Rollercoaster. Ich glaube, der wird viel. Ich kann ihn sogar runter. Okay. Geht schon mal gut los. Oha! Ja, genau! Ach, ich hab auch der ist nicht fertig gebaut. Oh, das würde mich jetzt so hart interessieren, wenn der fertig wäre. Der ist doch fertig.
so umsetzen. Übrigens, ihr könnt gerne mitspielen. Wir sehen jetzt mal ein paar. Falls ihr noch weiß, wo die Tube-Box ist, bitte mir sagen, okay. Ich weiß, dass ich rot ist. Ich liebe diese Achterbahn, die blaue. So. Ich mag generell die graue da hinten, grau-schwarze. Weiß-graue, da die rote, wo man gerade gesehen hat. Und dann mag ich die Badewannenfahrt und die blaue. Und die wird aber auch so die Kid-Achterbahn da hinten, mag ich nicht so, aber es wäre rein theoretisch egal. Was auch in den ganzen gefällt. Ui! Okay, oh, nicht Schluss. Also man kann schon, ja, das ist jetzt da oben dumm gemacht. Ja.
Weißt du was? Nehmen wir einfach das hier. Und die Lücke dazu. Übrigens, falls ihr mir spielen wollt. Nachher werde ich noch einen anderen Spielmodus spielen. Und da könnt ihr. Warte ich kurz. 10, 20 Sekunden, da könnt ihr auch meinen Namen sehen. Also ich heiße mit Nachnamen nicht so, aber. Ich hab so genannt wegen Corona und so. So, also ich hab das jetzt alles da oben zugebaut. Ihr seht schon, das ist ein Schloss, also eine Burg. Ich weiß nicht, wie so das Spiel lädt, ich glaube. Also, ich kann mal die YouTube-Dinge zu. Nein, ich gebe kein Trinkgeld. Dann mache ich die Einstellungen zu. Dann mache ich das hier zu. Und das soll es gewesen sein. Also die grünen Achterbahn finde ich auch recht gut. Also können wir mit der... Oh, scheiße, schnell. Flügel. Der ist Silvester. Wie im Europapark. Deswegen heißt mein Papa auch Europapark. Jetzt kann ich sagen, was meine allererste Achterbahn war. Und zwar meine allererste Achterbahn war tatsächlich die rote. Was ich nicht gedacht hätte. Dafür ist sie immer noch gut erhalten. Ich hab den Park schon seit... 7 Monaten. Ich muss sagen, ich bin mit dem echt zufrieden. Also ich lasse mir auch immer neue Ideen einfallen. Ihr könnt auch, falls ihr selber macht, könnt ihr mir auch gerne, wie euer Park aussieht, beschreiben. Und dann könnt ihr mir ein paar Tipps geben vielleicht. Was ich vielleicht noch so verändern könnte oder so. Wir gehen jetzt auf die hydraulische Katapultachterbahn. Testmodus. Zack. Danger. Auf der Kurve sehen wir. Da habe ich Hintergrund von meinem Solidischen. Oh, Solidisches. Lalalala. Da geht's gleich runter. Guck, jetzt kann man, hier fährt man an der Schrift Europapark vorbei. Ein bisschen rumlaufen. Übrigens, hier ist die graue Achterbahn, die ich vorher gemeint habe. Oh, sorry. Dann können Sie mal hier gucken. Wir können mal gucken. Testmodus. So, jetzt sieht man auch eindeutig, wie sie da gleich ufer. Schnell auf die Brücke. Wenn man hier steht auf der Brücke, sieht man euch am besten, dass ihr da gleich runterkommt. Und da kommt sie. Jetzt fährt sie da den Hügel hoch, jetzt kann man sie aber nicht mehr sehen. Und rein theoretisch kommt sie gleich wieder rein. Ich weiß gar nicht, man sieht die Glocke gar nicht, ich glaube, die ist schon da.
Übrigens, ihr seht hier die rote Achterbahn, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Das war meine allererste Achterbahn. Oh, ich habe sogar einen anderen Mitspieler als Parkbesucher. Scheiße, tritt die Bahn durch, Alter. Ich muss mir gleich was zu trinken holen. Alter. Oh shit, oh shit. Oh shit. Ui. Wo ist der noch Spieler jetzt hin? Sogar zwei. Da vorne war gerade ein. Da ist ein. Und hier. So, los geht's. Von vorne. In der Innenperspektive. Ich feiere übrigens diese Achterbahn. Deswegen heißt sie auch Blue Fire. Ich finde es geil, dass wir da mitfahren darf. Ja. Wie lange streamen wir denn schon? Eine Stunde. Drei. Ich würde sagen, wir machen irgendwas. Oder wir gucken uns jetzt noch ein paar Parks an oder so. Wir fahren mit Fireball. Bei der Bombe.